Gott! Hey, du! Stirb! Dankeschön. Schaffst du, yes, yes. Also beim zweiten Anlauf im Normalfall. Im Normalfall. Und Stavros, auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Freut mich. Ich hoffe auch, du hast bisher einen angenehmen und schönen Morgen. Noch irgendwas krasses? So. Ich hau jetzt hier gerade echt. Okay, das kann ich eh nicht mitnehmen. Hehehe. Oh Gott. Gott. Oh Gott, das war so klar. Bye bye. Oh, da kommt noch was. Hallo. Okay, bye bye. Auf welcher Schwierigkeit? Das ist die mittlere. Das ist die mittlere. Und bisher läuft es ganz gut, oder? So far, so good. So good. So good. Mhm. Mhm. Okay. I see what you did there. Uh-oh. Zwei große. Oh Gott. Zwei große. Freunde, wir müssen sie platt machen. Aha, der erste ist schon down, Freunde. So schnell kann das funktionieren, ja? Komm, die kriegen wir auch hin. Come on, suck that, my friend. Oh Gott. No, 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 no. Wieso nicht Irrenhaus? Ja, wie der Name schon sagt, das machen nur Irre. Und richtig mutige Leute. Ah, und die Dummen bleiben einfach neben den Dicken stehen. Alter, fuck it, ey. Wow. Au, wow. War jetzt. Oh, noch was zum Heilen, das ist cool. Heilung ist immer gut, Freunde. Heilung ist immer gut, so kann man. Ui, Alter. Machst du schon, yes. Ich bin irre. Ja, ach Gott, ich hätte es ja auch gemacht. Das Thema ist bloß im Stream. Also meine größte Angst sind nicht die Horror-Games. Meine größte Angst ist, irgendwo nicht weiterzukommen. Ja, weil irgendwie so eine Stelle so richtig doof ist. Ja, und vor allem im Stream ist das richtig kacke. Dann breche ich meinen Schweiß aus, werde super nervös und denke mir so, okay, die Leute haben wahrscheinlich schon die Pappofen, denken sich so, Alter, wie langweilig ist das denn? Ja, und dementsprechend mache ich meistens immer so einen Kompromiss, dass ich jetzt nicht immer auf der schwierigsten Schwierigkeit spiele. Es sei denn, wir spielen Resident Evil 8 mit den richtig krassen Waffen. Ja, dann habe ich es auch schon gemacht. Das habe ich auch schon gebracht. Und Joel und Jasmin und Nina, auch euch einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr auch da seid. Freut mich. Ich hoffe, ihr habt auch einen angenehmen und schönen Morgen gehabt. So, weiter geht's. Wo geht's, Freunde? Lass mal hier durchquetschen. Fehlt mir nur noch einer. Was jetzt? Ach so, eine Trophäe. Ah, da habe ich alle, Freunde. Da habe ich alle. Ja, also Resident Evil 8 ist eins von meinen zwei perfekten Games. Ja, zwei perfekte Games. Und Resident Evil 8 ist eins davon. Now you know, guys. Now you know. Ah, welches Spiel ist das? Das ist Resident Evil 7 Biohazard. Ich kann nochmal ganz, ganz fix einmal. Dann haben wir auch den Schuss quitt. Sehr schön. Der wechseln. Nochmal nachladen. Ja, Mann, jetzt haben wir auch wieder genug Zeugs zum Heilen. Ah ja, ich denke mal, sollte passen. I think it should be fine. Ey, mach auf da. Aha. Mhm. Evelyn. I know that that you're here somewhere. I know that. Bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg! Sie ist weg! Gott. Mir fehlt bei Resident Evil 8 die Söldner-Maps S-Rang. Da kann ich dir nur empfehlen, immer zu gucken, dass du die in der Combo tötest. Ja, also immer irgendeinen so gerade noch töten kannst, um dann quasi so ein paar Combo-Punkte zu bekommen. Ach, gucke. Ja, ja.
E001. Das ist quasi E-Serie und das ist dann Evelyn. Ja, einzige Nachteil ist bei ihr halt, dass sie so schnell altert. Naja, kann ich hier eigentlich weiter? Nö. Es war ja irgendwie klar, Freunde. Es war ja irgendwie klar. Hast du schon mal 4 gespielt? Ich glaube, ich habe es mal tatsächlich angespielt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Könnte auch möglich sein, dass ich es nicht gespielt habe. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mehr mit Gewissheit sagen. Bei mir fehlen fast perfekt. Mir fehlen auch die Söldner. Ja, die Söldner, muss ich dazu sagen, ist auch mitunter am schwierigsten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch mitunter am schwierigsten. Ich will Ethan sehen. Ist mit Alma? Wie gesagt, das sagt mir halt gerade nichts. Wie alt ist denn 4? Vielleicht kann ich dadurch dann das irgendwie so ein bisschen ausloten. Weil wenn das noch nicht ganz so alt ist, dann werde ich es wahrscheinlich nicht gespielt haben. Vielleicht irgendein anderes Spiel, was so ähnlich klang. I don't know. Warum sehe ich das? Because you can. Because you can. Haben wir noch irgendwie was Heilmitteltechnisches? Irgendwie im Klo oder so? Nö. Na gut, dann gehen wir weiter. Alles cool, Freunde. Yeah, we can fucking do it. I hope. Ja, gibt's hier was? Nö. Ich glaube, die wollen, dass wir da hingehen. Das heißt, ich gehe erstmal hier hin. Jetzt kann ich noch nicht mal hier das. What? Warum ist das Puppenhaus jetzt hier? Kann ich nicht mehr hier durch, weil das Bett davor steht. Naja, machst du nichts. Jetzt so ein DLC rausgebracht, wo man Third Person spielen kann. Yes! Yes, I know. Shadows of Rose. Beziehungsweise Winter's Expansion heißt das komplette. Ist richtig alt, genau wie. Okay, dann kann es sogar tatsächlich wirklich sein, dass ich gespielt habe. Aber ich glaube wirklich tatsächlich nur angespielt, nicht fertig gespielt. Ich glaube, es haben meine Nerven nicht mitgemacht. Ethan, ist okay. Ist okay, ich bin's. Jens, sorry. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen, schönen Resttag. Danke, dass du da warst. Ihn, Mami. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt will. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Mami don't know, Daddy's getting hot at the body shop. Okay. Okay. Muss ich denn jetzt eigentlich? Muss ich denn jetzt? Muss ich hier lang? Oder muss ich eher nach oben? Oh, ich glaube, ich muss hier lang. Du wirst einer von uns werden. Und oder dann was? Spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein, schaff das weg von mir. Oh Gott. Wobei, die müsste jetzt... Kann die mir schaden? Oh, die kann mir... What? Lass mich in Ruhe. Hat die mir jetzt echt geschadet? Wow. Ist das jetzt rot oder ist es gelb? Ich kann die Puppe nicht kaputt machen. I just can't. Oh Gott. Alter, erschreckt mich halt, ja? Erschreckt mich halt. Los bei dir. Grüße. Bleib weg. Grüße. Grüße. Komm her, du Kleiner. Komm her. Oh, no. Stop. In the name of love. Before you break my heart. Nein. Ich kann dich wirklich töten? Ja, danke. Du weißt, wie du mir die Angst nehmen kannst, oder? Lass mich alle. Bye. Oh. Schon ein bisschen ekelhaft, ja? Verdammt!
Okay, Freunde, jetzt nehmen wir mal die dicken Teile hier raus, ja? Mal nachladen. Das tut weh! Das soll auch weh tun. Autsch! Autsch! Oh, sieht halt echt super hässlich aus, ne? Sehr sexy, ja, ne? Oh yeah! Oh yeah! Mommy, don't know, that is getting hard. Not the butt. Okay. Ja, schluck das! Und das! Du bist nur ein kleiner Junge! Könnte ich dem eigentlich ausweichen? Upsi! Upsi! Kann ich mich heilen? Putz! Autsch! Ich wollte nur eine Familie! Oh Gott, oh Gott! Schluck das! Und hier noch ein bisschen fort! Oh Gott! Ich will mich heilen, ich will mich heilen, ich will mich heilen, um meiner Gottes Willen! Oh. Das für ein Blob? Ich weiß es auch nicht. Und Toni auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Eine Smartwatch hat er. Achso. Na dann. Oh. Take it. Take it. Oh yeah. Schluss mit den Spielchen. I think we did good. Whew, man. Aber was ich auch cool an Resident Evil 7 finde, ist die Tatsache, dass alles sich in einer Nacht abspielt. Ja, bei Resident Evil 8 hat man ja auch nur einen Tag. Ja, es kommt einem zwar länger vor, aber es ist effektiv ja auch nur einen Tag. Und dann in der Nacht kommt halt, dann sehe ich der Boss weiter. Whatever. Something like that. Jetzt kommt mein Namensvetter, Freunde. Ja, alle Chrises dieser Welt. Die haben einfach so eine Standard-Coolness an uns. Einfach so eine Standard-Coolness. Wobei ich den aus 8 besser finde. Gut, dass wir sie gefunden haben. Aus 8 sieht er richtig männlich aus. Ja, bei 8. Geil. Ja, keine Frage. Nach Hause, yay! Ich kann's gar nicht abwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. iPhone. Leb wohl. Ja, und jetzt zeigt ihr auch, was man perfekterweise mit dem iPhone machen kann. Hier sieht aus wie ein Milchbubi. Ja, bei 8, bei 8, ganz im Ernst, da liegen Welten zwischen. Ja, zwischen 7 und 8. Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Und diese Aber Nacht nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer, sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat.
Fleisch. Jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Das erste Mal hatte ich Mias Verlust akzeptiert. Aber jetzt habe ich sie wieder verloren. Und die einzige andere, die ich sehe, Resident Evil 7, Biohazard. Ist Sue. Hast du so gerettet? Yes, I did. Also eigentlich beide. Beim ersten waren Mia, beim zweiten Zoe. Tell and Rody. Go tell and Rody that everybody's dead. Capcom müsste, glaube ich, sein. Capcom. Oh yes. War fertig anziehen, Freunde. Ist Mia jetzt tot? Yes, Mia is dead. Anziehen, Freunde. Was war anziehen? Ja, was schon. Ist der Anfang oder nicht das Ende? Was meinst du? Das ist jetzt gerade das Ende von 7. Na, wird's kalt, ein bisschen. Ganz bisschen. Hab ich das bloß geklaut? Dankeschön. Hast du schon fertig gespielt? Yes. An mir und auch das Spiel. Ich liebe Resident Evil, das ist auch sehr, sehr gut. Wobei ich den Soundtrack auch echt geil finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Holy shit. So. Können wir das irgendwie überspringen? Geht das? Oh. Machen wir überspringen, ne? Machen wir überspringen, Freunde. Ja. Kann ich das auch überspringen? Okay. Cool. So. 7 Stunden 22 und 5 Sekunden Neuversuche. Alles first try. Und wir haben... Alter, fuck it, ey. Mr. Everywhere's. 14 von 20. Da haben wir 10 antike Münzen von 18 gefunden. Akten gelesen, 30 von 32. Da waren wir verhältnismäßig gründlich. Inventarbox geöffnet. Haben wir schon so ein, zwei Mal. Arznei und Kräuterhörner 10 Mal. Na gut. Das sollte doch passen.